Wir sind auf Wohnungssuche in Berlin. Im Außenbezirk Spandau stoßen wir auf ein Angebot. Für 62 Quadratmeter 1.170 Euro Kaltmiete. Das macht uns neugierig, denn die Miete erscheint uns sehr hoch. Mit versteckter Kamera drehen wir bei der Wohnungsbesichtigung. Trotz der hohen Miete sind einige gekommen. Die Vermieterin ist selbst vor Ort. Wir nutzen die Gelegenheit und geben vor, uns für die Wohnung zu interessieren. Ist die Wohnung in einer guten Lage? Die Wohnung liegt in der besten Lage. Alles klar. Und wie weit ist es zur U- oder S-Bahn? Na, schon so 30 Minuten zu Fuß. Für diese Wohnung am Stadtrand verlangt die Vermieterin 18,87 Euro den Quadratmeter. Laut Berliner Mietspiegel wäre die ortsübliche Vergleichsmiete maximal 9,59 Euro pro Quadratmeter. Knapp die Hälfte. Und ist der Preis denn normal für diese Lage? Soweit ich gesehen habe, das können Sie ja auch im Internet nachschauen. Später fragen wir noch einmal schriftlich bei der Vermieterin an. Keine Antwort. Wir zeigen die verdeckten Aufnahmen Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Wir können sicher sein, dass so etwas kein Ausnahmefall ist, weil die Mietmarktsituation in den großen Städten und Metropolen wie Berlin ausgesprochen schlecht ist für die Mieterinnen und Mieter. Sie müssen nahezu alles mitmachen, damit sie die Wohnung bekommen können. Und so kann es dann auch passieren, dass wir in diesem Fall wir dann einen eindeutigen Fall von Wucher haben. Und die Situation für Wohnungssuchende wird sich weiter verschlechtern, befürchten Experten. Sie beobachten den angespannten Wohnungsmarkt mit Sorge. Es kommt einiges zusammen. Das eine ist, dass aufgrund der höheren Zinsen viele Menschen nicht nach Wohneigentum, sondern nach Mietwohnungen gesucht haben. Das hat die Nachfrage extrem erhöht. Dann haben wir nach der Corona-Pandemie auch wieder eine sehr starke Zuwanderung in die Großstädte. Wir sehen, dass die Mietdynamik noch mal extrem zugenommen hat, gerade auch in den Großstädten, wo wir teilweise mehr als 7% Mietsteigerung haben bei den Neuvertragsmieten. Und tatsächlich ist nicht absehbar, dass sich das ändert. Auch im Hamburger Schanzenviertel sind hohe Mieten Alltag. Anwohner fordern keine Profite mit der Miete. Der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden hat im Viertel zahlreiche Wohnungen aufgekauft. In einer davon wohnt die 29-jährige Johanna Eder. Hallo, kommt ruhig rein. Sie zeigt uns ihre Altbauwohnung mit zwei Zimmern und undichten Fenstern. Schon beim Einzug war die Miete überteuert. Sie zahlt 20,28 Euro pro Quadratmeter, kalt. Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt 13,96 Euro, höchstens. Das war meine allererste Wohnung, meine allererste Erfahrung. Und ja, die Wohnungslage war damals schon angespannt. Das heißt, es war schon schwierig, als so junges Mädel eine Wohnung zu bekommen. Und das war dann quasi die einzige, die ich bekommen habe. Und da musste ich dann auch Abstriche ziehen. Als sie in die Wohnung einzog, arbeitete sie bei der Bundeswehr. Dann wurde sie berufsunfähig und die Miete unbezahlbar. Vor ein paar Monaten war tatsächlich die Netto-Kaltmiete 100% meines Einkommens. Ich stand schon häufig davor, dass ich wirklich heulend vor dem PC saß und mir dachte, ich brauche eine andere Wohnung. Aber ja, Thema Wohnungsmarkt in Hamburg ist schwierig, denn alle Wohnungen sind genauso teuer. Mittlerweile hat sie wieder einen neuen Job und überlegt, juristisch gegen ihren Vermieter vorzugehen. Unterstützt wird sie vom Hamburger Mieterverein Mieter helfen Mietern. Häufig wenden sich Menschen hilfesuchend an Juristin Rebecca Aufenkampe, weil ihr Gehalt kaum mehr für die Miete reicht. Die Mietpreisbremse, die Mieten deckeln soll, hilft nur wenigen. Ich würde nicht sagen, dass sie gescheitert ist, aber sie hat halt massive Probleme. Also sie ist viel zu kompliziert, sie hat viel zu viele Ausnahmen und die Leute verstehen die Regelungen nicht. Bevor es die Mietpreisbremse gab, hatten Mieter und Mietervereine ein effizientes Instrument, um gegen überhöhte Mieten vorzugehen. Mit dem Wirtschaftsstrafgesetz § 5. Danach konnte eine Miete ordnungswidrig sein, wenn sie unangemessen hoch ist. Also mindestens 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt und das Wohnungsangebot gering ist. 2004 ist der Paragraph dann vom BGH quasi praktisch für erledigt erklärt worden, weil dann die zusätzliche Maßgabe kam, dass man nachweisen muss, dass man keine andere Wohnung findet auf diesen Märkten. Und das ist im Einzelfall extrem schwierig.
Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs gibt es noch eine weitere Hürde für Mieter. Sie müssen jetzt die Ausnutzung eines geringen Angebots durch den Vermieter nachweisen. Und dann muss ich noch nachweisen, dass der Vermieter gehandelt hat, indem er eine Zwangslage ausgenutzt hat. Und das ist sehr schwer, weil ich dann die Motive des Vermieters erforschen muss als Mieter. Und das fällt nicht gerade leicht. Wir fragen nach im Fall Johanna Eder. Prompt erklärt ihr Vermieter Heimstaden, dass, Zitat, bei der Vermietung der Wohnung keine Ausnutzung einer Zwangslage vorgelegen habe. Der Bundesrat hat schon vor Jahren gefordert, das Gesetz zugunsten der Mieter zu reformieren und dem Bundestag 2019 einen entsprechenden Entwurf vorgelegt. Wir wollen die Ausnutzung aus dem Gesetz streichen. Es soll nur noch auf ein objektives Kriterium ankommen, nämlich dass es ein geringes Angebot gibt. Doch die Große Koalition unter Angela Merkel hatte Bedenken wegen der Rechtssicherheit dieser Änderung. Die damalige Justizministerin Christine Lamprecht von der SPD kündigte an, den Entwurf prüfen zu wollen. Umgesetzt wurde er nie. Dabei hätte eine Reform Mieterinnen wie Juliane Schneider helfen können. Ihren Namen haben wir geändert, weil sie Konflikte mit künftigen Vermietern fürchtet. Ende 2020 zog sie in eine kleine Wohnung in diesem Münchner Gebäudekomplex. Für ein Zimmer, Kochnische, Bad zahlte sie 29,03 € den Quadratmeter. Der ortsübliche Preis wären maximal 13,29 € gewesen. Sie wandte sich ans Sozialreferat München. Das prüfte ihren Fall. Als ich dieses Mietwertgutachten vorliegen hatte, der Landeshauptstadt München, und dann wirklich auch gesehen habe, ich zahle 100% so viel Miete. Es steht hier, schwarz auf weiß, die Stadt München hat es selber herausgefunden. Dann habe ich irgendwie auch Hoffnung gehabt. Das alles reichte vor Gericht aber nicht aus. Ihr Verfahren wurde eingestellt. Im Beschluss heißt es, Schneiders Vermieter seien zwar hinreichend verdächtig, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, im Falle einer Verurteilung erscheine die Schuld jedoch als gering. Ich bin erst mal in ein Loch gefallen. Also ich war so enttäuscht und so, also all die Kraft, die das auch gekostet hat, die 2 Jahre. Ich bin so traurig gewesen und auch müde, einfach müde. 2022 legte der Bundesrat den Gesetzentwurf zum Mietwucher erneut vor. Diesmal der Ampelregierung. Umgesetzt hat sie ihn bis heute nicht. Warum kommt das Gesetz nicht? Wir fragen nach bei der mietpolitischen Berichterstatterin der SPD-Fraktion. Wir brauchen sowohl in der Bundesregierung am Kabinettstisch eine Einigung unter allen Ministern. Zumal für dieses Vorhaben ist der Bundesjustizminister zuständig, der nicht das SPD-Parteibuch, sondern das die FDP hat. Frontal fragt nach bei Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Kein Interview. Aus seinem Ministerium heißt es stattdessen schriftlich, es gebe Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Gesetzesänderung. Die hätte, Zitat, zur Folge, dass allein schon die Forderung eines hohen Mietpreises als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden könnte. Ist wieder mal so, wie in der Bundesregierung in den letzten Monaten sehr häufig, dass sich die Parteien, die die Bundesregierung bilden, gegenseitig nicht grün sind. Also so ein bisschen ist es so, wedelt der Schwanz mit dem Hund. Nämlich der kleinste der drei ist derjenige, der das hier verhindert. Dass die Reform noch in dieser Legislaturperiode kommt, höchst unwahrscheinlich. Mieterinnen wie Johanna Eder bleiben damit auf ihrer hohen Miete sitzen.